Hunderte Gelsenkirchener warteten bereits ungeduldig vor der Tür. Um 12:15 war es dann soweit. Die Türen zum neuen Hans-Sachs-Haus öffneten sich. Die Gelsenkirchener, deren Gesicht das Mobile im Atrium zieren, hielten symbolisch Einzug in das neue Haus und mit ihnen viele, viele andere. Nach 12 Jahren hat die Stadt ihr historisches Zentrum zurück. Neugier, Vorfreude, Skepsis, Überraschung, das alles stand den Besuchern ins Gesicht geschrieben. Sehr gut, sehr groß, sehr großzügig und wunderbar eigentlich. Also der Höhepunkt meiner politischen Laufbahn ist die Eröffnung von Hans-Sachs-Haus. Zumindest bisher. Ich habe schon vor Jahren gesagt, wenn ich das noch miterleben darf, die Eröffnung des Hans-Sachs-Hauses, bin ich hochzufrieden. Sehr gut. Also der Eindruck ist spitzenmäßig, muss ich sagen. Besser geht's nicht. Im Großen und Ganzen, was ich bis jetzt gesehen habe, doch erstaunlich. Aber ob die Kosten das alles rechtfertigen? Was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich sehr schön. Ja. Also mir gefällt das sehr gut. Ich bin ja auch Stadtverordnete und habe jetzt jahrelang in diesem Übergangsratssaal arbeiten müssen. Und das war schon unwürdig für die Volksvertretung der Stadt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt unter solchen Bedingungen hier arbeiten können. Ja, ich bin sehr beeindruckt davon. Sehr imposant, sehr groß natürlich. Ja, ich gucke in der Runde, weil wir wollen hier vielleicht wieder Veranstaltungen drin machen. Und jetzt gucke ich mir so ein bisschen, wie wir das hier so machen, was hinkriegen können. Und das ist eigentlich doch wunderbar geworden. Muss ich die 10 Jahre warten, haben sich gelohnt. Bereits am Morgen wurde das Haus in einer Feierstunde im neuen Ratssaal den Stadtverordneten und Ehrengästen vorgestellt. Oberbürgermeister Frank Baranowski betonte in seiner Eröffnungsrede, dass die Architektur des neuen Hauses auch eine Anforderung sei. Transparenz, Offenheit und Würde, das gelte auch für das, was zukünftig im Hans-Sachs-Haus geschieht. Vor allem aber war Frank Baranowski froh. Es gibt ja einen, die sagen, er hat ja doch endlich fertig geworden. Man hat ja teilweise auch schon nicht mehr dran geglaubt. Und andere, die es ja auch nur bisher von Presseberichterstattung kennen, sagen, das ist ja wirklich schön geworden, was ihr aus dem Haus gemacht habt. Und ich bin sicher, wenn sie es auch erstmal von innen gesehen haben, wird sicherlich auch ein bisschen Neid dabei sein. Anschließend trugen sich Architekt Professor Volkwin Mark und Ehrengast Michael Groschek ins Goldene Buch der Stadt ein. Der Landesbauminister zeigte sich schwer beeindruckt vom neuen Gebäude. Ich war total überwältigt. Als ich hier ins Atrium getreten bin, habe ich nur gedacht, boah, ey, das ist ein Gebäude, das haut einen fast aus den Schuhen. In seiner Rede sagte Groschek, das neue Hans-Sachs-Haus demonstriere städtisches Selbstbewusstsein und das sei wichtig, gerade weil Gelsenkirchen finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Wir wollen, dass gerade die armen Kommunen nicht wie ein billiger Jakob präsentiert werden, sondern dass kommunales Selbstbewusstsein kein Zeugnis von Reichtum bleiben darf. Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen des Tages der offenen Tür. Führungen, Besucherkino, Musik, Tanz und Gesprächsrunden. Besonderer Beliebtheit erfreute sich die Besichtigung des Oberbürgermeisterbüros. Frau Nitsch sitzt auf Bürgermeistersplatz. Ja, vorne lieber. So, meine Herren, welche Anliegen haben Sie? Schön. Das Interesse am neuen Hans-Sachs-Haus war riesig. Über den Tag verteilt feierten rund 10.000 Gelsenkirchener ein Wiedersehen mit ihrem neuen, alten Hans-Sachs-Haus.